So, und damit sind wir wieder zurück auf YouTube. Oh mein Gott. If you're the kind of person who leaves the radio on all the time, congratulations. Moment, Psychiatrie läuft voll, weshalb? Harrison Wolf's Power Hour here on Two Point Radio. I'll try not to distribute too much. Oh, es gibt doch gar keinen Grund dafür, dass jetzt die Psychiatrie voll läuft. Ich glaube, wir haben dann zu wenig Psychiater wieder. Keine Panik. Frische Psychiater werden jetzt ausgebildet. Temperaturkomfort ist jetzt auch wieder für den Arsch, weil die ganzen Klimaanlagen ja auch kaputt gehen beim Erdbeben. Und trotzdem sagt das Spiel mir immer wieder, ja, verdammte Hacke, übrigens deine, wie heißt es? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wir haben keine Frakturstation, das ist das Einzige, was wir im Moment nicht haben. So ein Aufenthaltsraum. Und man sieht auch, dass der aktuelle Wert überall jetzt gesunken ist, weil die Sachen ja auch kaputt gehen. Und anscheinend haben Hausmeister auch keinen Bock, hier aufzuräumen. Gibt einfach nicht, ey. Klimaanlage muss gewartet werden. Drei Hausmeister stehen da drin. So, ihr beide könnt euch schon mal für Arztpraxen rausnehmen. The world makes little sense in the morning. Everything's too loud, too fast, too bright. Geh nach Hause. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Patienten manchmal einfach keinen Bock haben, das zu machen, was sie machen müssten. Hier lernt man Instandhaltung 2. Die Assistenten könnte ich ja auch mal verbessern in der Kundenbetreuung. $4,100,000. Dit.
Ich hoffe natürlich, dass ich dadurch, dass ich streame, während ich das LP aufnehme, lange noch durchhalte, das Spiel heute vielleicht mal auch abzuschließen. Ich möchte mal mit meinen Projekten fertig werden. Damit es auch endlich mal weitergeht. Und ja auch die Let's Plays rüberlagern kann auf den anderen Kanal. Und dann auf dem hier, wo jetzt natürlich das Video gerade rauskommt, die Veränderungen zu machen. Weil ich will zukünftig eigentlich um das Spiel herum Videos machen. Hiernach kommt noch eine Map. Ich glaube, wir haben noch zwei Krankenhäuser hiernach. Weil es gerade gefragt wurde. Ich will da nämlich... Man muss ja mal so sehen, Let's Play hat einen Vorteil, du hast immer eine riesige Masse an Videos und das pusht natürlich auch ein bisschen und wenn du natürlich so eine Reihe an Videos durchguckst, macht das, generiert das auch Klicks und so weiter. Aber es ist halt, weiß ich nicht, ist für mich qualitativ nicht mehr so interessant wie früher. Deshalb möchte ich das gerne auslagern, ich möchte hier auf dem Kanal spielebezogene Videos machen. Sagen wir mal einfach, jetzt wie bei Starlink, ne? Man guckt rein in das Spiel, gameplay-technisch. Man macht Videos vielleicht zum Thema des Spiels, irgendwelche Tipps. Man macht vielleicht noch irgendwas in die Richtung von, ja, jetzt machen wir Preispolitik-Video. Wir machen Video zu Open World und all so Geschichten. Alles, was dann so mit dem Spiel auch irgendwo zu tun hat, aber nicht halt als Let's Play insgesamt. Und das wäre halt so, was ich mir wünsche. Plus natürlich... alles, was noch so kommen könnte. Das finde ich nämlich wirklich interessant, wie es ist. Let's Play ist einfach blub, 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 blub. Das funktioniert beim einen Spiel mal ganz gut, beim anderen Spiel läuft das nicht so gut. Oder man macht halt Erzähl-Onkel-Let's Player und redet halt um Gott und die Welt. Und mach dementsprechend, Moment, erreiche die Stufe 5 mit Pausenzimmer. Und erzählt halt über alles, aber nicht über das Spiel. Und das ist eine Sache, die wollte ich eigentlich nie so machen. Und ich habe einfach zu viele Projekte gleichzeitig, um ganz tief in die Materie immer von allen Spielen drin zu sein. So habe ich das im Moment, das Gefühl. Also muss man halt eher sagen, man macht einen Kanal in Richtung stärkere Vorstellung. Let's Play kann man auf dem anderen Kanal noch machen für die Spiele, die einen, sag ich mal, wirklich dann interessieren auch. Und hier ist dann, sag ich mal, die Videomenge ein bisschen reduzierter. Wobei ich sagen muss, was ich mir so auf die Fahne schreiben will, ist wirklich, dass ich Montag bis Freitag definitiv immer was Spezielles habe. Von den Videos her, 1 oder 2. Und am Wochenende muss man halt einfach gucken, was noch verfügbar ist, während auf dem anderen Kanal Let's Play Technics ja weitergeht. Man muss aber immer sagen, sobald man anfängt zu schneiden irgendwas oder irgendwas Spezielles da vorzubereiten, bist du schnell bei der Produktion von einem Video. 3-4 Stunden hängst du dann da, während du natürlich bei Stop-and-Go-Aufnahme, wie jetzt halt so ein Let's Play ist, bedeutend schneller bist. Solange du jetzt nicht vorher, sag ich mal, Bildzeitung aufklickst und sagst, ich gucke jetzt mal, worüber ich heute reden kann. Oder schauen wir mal, was im Mickey Mouse Heft von 1938 drin steht, worüber ich heute reden könnte. Oder in meinen alten Yps-Heften. Ich finde es auch ganz schrecklich, dass selbst, sag ich mal, in dem... Jetzt haben wir wirklich, jetzt habe ich meinen Erzähl-Onkel-Modus angeschaltet, dass du in dem eigentlichen Journalismus in dem Bereich eine Entwicklung hast zu diesem, wir machen jetzt gar keinen Journalismus mehr, sondern wir machen jetzt einfach Talkshow. Wir machen jetzt Entertain nur noch. Wo dann gesagt wird, man setzt sich einfach vor eine Kamera und redet eine Stunde mit einem Informationsgehalt von einem, weiß ich nicht, von einem Budenbesitzer oder von einem Fischmarkt-Budenbesitzer, der einen die ganze Zeit anschreit von der Seite. Und das ist dann, sag ich mal, unsere journalistische Arbeit. Und ich weiß nicht, wann es dazu gekommen ist. Wann haben wir uns so gedreht?
wie in der Politik eben. Ja, geil, ne? Das ganze Umfeld ist politisch, also ist jetzt nicht politisch, aber es ist alles ähnlich. Wir haben eine Zeit wieder der harten und großen Worte. Du musst halt, sag ich mal, irgendwie so ein bisschen reingrätschen, ein bisschen plappern können darüber. Aber es muss halt nicht die Substanz haben. Solange du nicht zu viel versprichst, ist das alles dann in Ordnung. Die Leute werden es schon fressen irgendwie. Merkwürdige Zeit. Eine Zeit, in der Männer Möpse haben können, ohne dafür kritisiert zu werden. Außer von Frauen, die dann sagen, der Mops ist so aus deiner Ex-Beziehung. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Den habe ich mir geholt. Dass schon ein Hausmeister stirbt. So, Apothekenkampagne ist rum. Hoffen wir, dass wir dadurch jetzt unsere Heilungsrate hochkriegen. Ne, durch das Mumien-Ding würden wir unsere Heilungsrate in den Keller schießen. Machen wir mal ein paar Leute zur Apothekendamen. But patients down at a local hospital saw her today when she popped in for a visit. No word yet on whether she tried to brainwash any of them. Keinerlei Warteschlange. Ah, jetzt drückt die Kacke hoch, ey. Kann nicht wahr sein. Und was ist hier wieder los? Weise den noch ein. So, und ja, vor Apotheke haben wir riesige Schlangen. Das ist aber beabsichtigt. Na, beabsichtigt ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber... Es ist halt so. It's Halloween. Don't be so afraid. Ach, gibt nichts so Schönes wie eine Fortbildung. Die Leute kommen alle schneller raus. Schlauer raus, meine ich. Geil. Fünfte Apotheke gebaut und trotzdem nicht genug. Und aus unerklärlichen Gründen sind wir nicht mal mehr kostendeckend. Ja, bring dem letzten Dummen noch bei, wie die Apotheke funktioniert.
So, immerhin ist da theoretisch ein Feuerlöscher drin. Jetzt sei doch nicht so hier. Wundervoll. So ein Penner steht davor, löscht das Ding sogar noch, explodiert das einfach. Ach, der wird auch explodieren. Darf ich die Dinger wieder upgraden? Meine Güte, ey. Ich hielt es eigentlich zwischendurch für echt eine gute Idee, das so zu machen. Und da brennt schon wieder irgendwas. So, wir bekommen ein zweites Klo. Und da sind eigentlich auch zwei Feuerlöscher drin, das solltest du ja wohl hinkriegen. Weil ist das auch eine Sache von, wie gut ausgebildet der Hausmeister ist, damit er keine Panik kriegt vom Feuer, sondern einfach hingeht ganz cool und das Ding hochzieht. So, hier habe ich um die Ecke gebaut, weil dann können wir nämlich hier lauter Regale hinstellen. Um die Schulung zu beschleunigen. Wundervoll. Und schönen guten Tag, Quentin Wansam. Moment, das ist einer der Assistenten, die wir erst ausgebildet hatten. Erstmal was ganz Gemütliches. Ich glaube, du glaubst, ich kann die Regale auch noch im Schlauch gegenüber hinstellen. Ups. Alter. Abbrechen, danke. Ich wollte Objekte setzen. Nee, das ist nämlich etwas zu eng. Ich könnte auch noch mehr Regale setzen, also so ist das ja nicht.
Das ist schon viel. Ich glaube, das sind 16 Regale, habe ich, glaube ich, jetzt hier drin. Oh, das beschleunigt das alles schon sehr. Ich breche mal das Marketing ab für Apotheke. Es hat gar nicht so den positiven Effekt, wie ich vermutet habe. Schlange 2. Ja, was passiert hier? Na gut, wir sind wenigstens noch im Plus. Interessiert keinen. Ist die Schulung schon vorbei? Ich habe nicht gesehen, dass jemand dass sich jemand reingesetzt hat. Was ein Elend. Kriegt die aber auch nicht ordentlich durchgedrückt, ne? Kann sich diese komische Krankheit heilen mit dem Stück Herz? Das Stück Herz bedeutet, die haben wenig Gesundheit und sind kurz davor zu sterben. Das ist, wenn die zu lange warten müssen. Aber was soll ich machen? Ich habe schon 6 Apotheken. Warning. Seismic activity detected. Mehr werde ich kaum da reinknallen können. Ich gebe das auch einfach mal allen Pflegern. Mit der, dass die an der Apothekenverwaltung besser sind. Weil ich die ja nicht manage, die Krankenschwestern. Haut ab, weil sehr gelangweilt. So, Momento.
Da haben wir sowas schon stehen. Nicht jeder will ja an einem Sega-Spielautomaten spielen, sondern manche Leute wollen ja wirklich eine Zeitschrift haben. Verrückt. Tja, und der Empfang ist auch wieder total überlastet. Als nächstes wollen sie noch Tafeln. Dum, dum, dum. Ich kann die Leute, die am Sterben sind, nicht mal anklicken, um die nach Hause zu schicken. Dass das Spiel nicht versucht, sehr kranke Leute nach vorne zu ziehen. Und ja, ich weiß, wahrscheinlich werde ich den einen oder anderen jetzt wieder auf Platz 2 oder 3 geschoben haben, deshalb gehe ich nochmal zurück. Jetzt sollte das doch ganz gut funktionieren. Wow, es gibt Apotheken ohne Warteschlange jetzt, weil ich einfach Leute heimschicke. So muss das laufen. So, Marketing für Psychiatrie war durch. Machen wir eine kleine Kampagne für Station. Warum zieht sie sich nicht um? Tage, sagt er, hat zu lange gewartet. Dabei ist das eine gute Zeit. Andere warten hier 300 Tage, um zu sterben. So, die allgemeine Gesundheit ist um 8% gestiegen meiner Patienten. Und die Heilungsrate ist inzwischen auf 87%. Beziehungsweise er sagt mir sogar, wir wären theoretisch auf 90%. Nur schade, dass mein Krankenhauswert jetzt wieder so weit unten ist. Warum auch immer. Das ging aber schnell mit der Kundenbetreuung. Also anscheinend die Angestellten wirken da nicht mit rein.
Also muss ich wirklich erweitern. So, da es gerade hier alles ein bisschen abbaut, können wir das auch wieder verkaufen. Können stattdessen Aufenthaltsraum wieder setzen. Na? Okay, ich versuche einfach mal einen Trick 17. Was passiert denn, wenn ich lauter Brunnen baue? Was kostet so ein Brunnen? Wo sind meine Brunnen überhaupt wieder? 10.000. Schnapper. Aber es sind schon 10.000. Nichts. It's not often one gets a look at Agatha's fear. The reclusive leader. Es gibt eine Erdbebenwarnung wieder. Nein, keine mumifizierten Leute holen, heile 10 Patienten, kein Problem. Megascanner reparieren. Aber auch wieder nur 32.000. Ist ja nix. Ach krass, mir fehlt schon immer hier eine Klimaanlage. Ist bei denen schon immer zu heiß. Wir waren auch schon über 3 Mille, wir hatten auch schon fast 4 Mille. Wo ist denn das hin? Ich habe da nichts eingerissen oder so. So, Kampagne Station abgeschlossen. Deshalb, das finde ich super merkwürdig. Oder werde ich irgendwie von Aktionären dann bewertet? Ein Analyst kommt und sagt, nee, das Krankenhaus ist aber keine 5 Mille wert. Kostendeckung. Kostendeckung... verändert den Krankenhauswert. Zu viel Brunnen. Erhöhe den Wert des Krankenhauses, indem du Geld verdienst, das Krankenhaus ausbaust und den Profit steigerst. Also es ist wirklich Kostendeckung mit drin. Tja. Krass, und jetzt ist die Station auch voll wieder. Ich brauche eine zweite Station. Dr. White,
Und ich brauche Leute, die in dieser Station arbeiten. Either that or their experimental treatments are getting out of hand. Machst dir so eine super kleine Kampagne und schon läuft die Station voll mit Leuten. Vor allem, woher sollen die wissen, was für eine Krankheit die haben vorher? Die kommen dann, ich denke, ich werde eine Stationskrankheit haben. Und dann gehen die erstmal in die Allgemeinmedizin und der Allgemeinmediziner sagt, sie haben recht, sie haben eine Stationskrankheit. Und dann sagt er, habe ich gewusst, habe ich schon so vermutet, als ich losgelaufen bin und ihre Werbung gesehen habe. Tja, so kann's kommen. Mach doch eine große Station. Moment, mir juckt das der Fuß. Eine große Station. Das Problem ist, habe ich das Gefühl, wenn du eine Riesenstation baust, funktioniert die nicht mehr so effizient, weil irgendwelche Patienten wieder nicht in irgendwelche Betten rein können. Ich kann es natürlich mal machen. Beim nächsten Mal bei YouTube.